Also gut, wir sind jetzt an dem Hochsitz angekommen. Ich habe gerade eben noch ein Schwarzwedelhirschweibchen da nach oben laufen sehen. Hier steht noch ein zweites, das ist aber im nervösen Zustand. Oh, da steht auch noch eins. Aber die ich gesehen habe, waren eben nur alle weiblich. So, vom Hochsitz aus hat man vielleicht noch einen besseren Überblick. Hier unten ist auch noch ein weibliches Stück. Finde ich auch schön, einfach so die Tiere zu beobachten. Aber ich schätze mal, wenn die hier schon zu dritt oder zu mehr sind und alles Weibchen sind, dann ist die Chance eigentlich relativ gering, dass ein Bock dabei ist. Aber eigentlich kann ich es noch probieren. Wenn die halt kommen, dann habe ich halt einfach Pech gehabt, wenn kein Bock dabei ist. Sonst macht's auch nichts. Bis später. So einen weiblichen Wapiti habe ich auch noch hier irgendwo gehört. Da hinten am Weg. In der Nähe vom Meer. Aber naja, wenn man einen weiblichen hört, kann man sich gar nicht sicher sein, dass sie in der Gruppe sind ohne Männchen. Das eine Schwarzwedelhirschweibchen kommt mir schon ziemlich nahe. Die anderen scheinen ziemlich desinteressiert sein, wollen anscheinend bei ihrer Gruppe bleiben. Das eine Weibchen ist schon nach oben gelaufen, das andere steht hier noch. Und das hier bemerkt mich vielleicht auch irgendwann. Wobei eigentlich dürfte das gar nicht auf den Ruf reagieren, weil es im nervösen Zustand ist und da reagieren die Tiere im Normalfall nicht auf Rufe. Ich könnte jetzt trotzdem einfach mal versuchen, das Wapiti-Weibchen herzulocken. Vielleicht ist es ja in der Gruppe von wo noch ein Männchen dabei ist. Ich hoffe es einfach mal. Aber wieso sollte man es nicht probieren? Das läuft immer relativ schnell. Eigentlich ist es ein Zeichen dafür, dass es die Herde wieder einholen will. Also schießen werde ich es nicht. Kannst aber mal beobachten. Gesagt, es zeigt anscheinend Desinteresse am Ruf, sonst wäre es unter dem Hochsitz stehen geblieben. Es läuft einfach in die Richtung weiter. Deshalb schätze ich mal, dass da die Herde von diesem Tier ist. Sonst kann ich mir das normalerweise nicht erklären. Der andere Schwarzwedelhirsch steht noch auf der Wiese. Der hat auch wieder irgendwas gerufen. Aber da war ich zu langsam. Das war eh ein Weibchen. Das erkennt man auch ziemlich gut bei Schwarzwedelhirschen, Weißwedelhirschen, Maultierhirschen. Die Männchen haben so einen kurzen und intensiven, ja, so ein Grunzgeräusch, sowas wie eine Art Rülpser eigentlich schon. Die Weibchen hören sich da noch mal ganz anders an. Ja gut, ihr seid wieder da, wenn irgendwas passiert. So, und jetzt habe ich wieder einen männlichen Schwarzwedelhirsch gehört. Von denen gibt es hier anscheinend genügend. Aber nicht von irgendwo her, wo die Weibchen hingelaufen sind, sondern von da hinten vom Weg, wo auch die Wapitis gerufen haben, beziehungsweise der Wapiti.
Und ja, dann werde ich einfach mal versuchen, den Schwarzwedelhirsch auch herzulocken. Bis später. Und ein zweites Schwarzwedelhirschmännchen habe ich auch noch gehört. Und zwar direkt unter mir. Das glaube ich jetzt aber nicht so ganz. Sonst hätte ich wahrscheinlich schon... Hätte ich ihn wahrscheinlich schon laufen gehört. Ich kann ja mal zurückrufen. Und... Ja, dann hoffe ich einfach mal, dass ich ihn sehe, bevor er unter dem Hochsitz ist, weil sonst habe ich eigentlich schon verloren. Es sei denn, er rennt danach auf die Wiese raus. Dann hätte ich eventuell noch eine Chance, ihn zu schießen. Ansonsten hätte ich da ja eigentlich gar keine Chance. Ich mag es zwar eigentlich gar nicht, auf rennende Tiere zu schießen, aber wenn es sein muss, dann mache ich das auch. So, und weil der jetzt schon so früh so nah ist, der andere noch relativ weit weg ist, bin ich mir eigentlich sicher, dass, wenn ich den schieße, dass der andere nicht aufgeschreckt wird. Jetzt müsste ich ihn halt bloß noch sehen. Hören kann ich ihn auf jeden Fall schon mal nicht. Was eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass er noch weiter als 20 Meter entfernt ist. Ist auch nichts. Ist es der Bock oder ist es das Weibchen? Oh, das ist ein Bock. Also hier steht schon mal ein Bock. Das heißt, wenn uns der durch die Lappen geht, dann nehmen wir den. Ich weiß jetzt leider auch nicht, wie stark der hier ist. Sonst könnte ich theoretisch schon einen Schuss auf den da hinten setzen. So, hier steht noch ein Weibchen. Da hinten steht noch ein Bock. Und jetzt höre ich auf jeden Fall schon mal Fußspuren. Fußtapser. Fragt sich nur, von wem das ist. Von dem Weibchen oder von dem Bock? Eigentlich müsste das aus der Richtung hier kommen. Scheint so, als wäre der Bock schon unter dem Hochsitz und würde im Kreis laufen. Hört sich ehrlich gesagt so an, als wären das mehrere Tiere. Also die Weibchen sind noch beide da. Deshalb schätze ich einfach mal, dass es der Bock ist. So, hier kann ich jetzt eigentlich nichts mehr machen. Außer abwarten, bis sie flüchten oder ihnen der Call egal wird. Ah, hier steht einer. Der ist aber klein. Den nehme ich nicht. Wenn es hier die Auswahl gibt, nehme ich doch lieber den. So, den einen Bock habe ich ja jetzt gesehen. Den anderen. Jawohl, und der liegt schon. War ein relativ weiter Schuss. Hier sieht man nochmal den Anschuss. Lunge oder Eingeweide, aber ich glaube, er lebt noch. Ich bin mir nicht sicher. Oder ich rede hier gerade einen Schmarrn zusammen. Ich markiere auf jeden Fall mal den Einschuss. Den Anschuss. Oder den Einschuss. Ist ja egal. Dann würde ich noch mal gern wissen, wie viele Tiere jetzt unterm Hochsitz waren. Anscheinend waren es zwei. Ja, aber eins davon war weiblich, das andere männlich. Also war es die richtige Entscheidung, den da hinten zu nehmen. Auch wenn es mit dem Gewehr sein musste. Aber hätte ich den mit dem Pfeil geschossen, hätte es so eine Kettenreaktion ausgelöst, die auch bis zu dem nach hinten durchgegangen wäre.
Weil die ganzen Weibchen noch gesprungen wären. Und sehr wahrscheinlich in seine Richtung. So, die 300er Winchester müsste eigentlich ziemlich kurzen Prozess mit ihm gemacht haben. Der dürfte nicht weit gekommen sein. Wir haben ihn ja schon liegen gesehen. Und es war nur ein Körperschuss, deshalb ist er wahrscheinlich noch so da gelegen. War wahrscheinlich noch nicht tot. Oder ich habe es eben falsch gesehen. Körperschuss ist nie besonders gut. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich auf dem Blatt war, aber anscheinend war ich es nicht. Oder die Waffe halt zu sehr verzogen. Das kommt natürlich auch noch dazu, dass man auf... Ja, eigentlich sollte man den Rangefinder auf alle, oder Entfernungsmesser, auf alle Distanzen einsetzen. Weil man nie sicher sein kann, wie weit es jetzt ist. Und die Waffe, je nachdem, wie weit es ist, nach oben oder nach unten verzieht. Ja, der guckt doch auch gut aus. Der ist viel höher als die anderen noch, glaube ich. Aber nicht ganz so dick. Nicht ganz so dicke Stangen. Gucken wir uns einfach mal den Score an. Score von 118,502. Treffer aus 101,9 Metern. Und nur in Körper. So, vielleicht noch so, dass man den Hochsitz im Hintergrund hat. Das guckt auch gut aus. Heute, also wahrscheinlich, wann seht ihr das Video? Am Mittwoch oder so, also am Montag, wurden jetzt die Einladungen zum Multiplayer, zu der Alpha-Version, losgeschickt. Die sieht man in der Einschuss viel zu weit vorne. Und ja, Multiplayer wird so ein... Da freue ich mich wirklich richtig... richtig drauf. Ich konnte es kaum glauben, als sie gesagt haben, dass der Multiplayer bald kommen wird. Ich habe es für einen verspäteten April-Scherz gehalten. Obwohl es ja davor schon einen gab. Und das ist wirklich richtig, richtig geil. Da habe ich schon ewig drauf gewartet. Und jetzt gibt es endlich. Und ich muss mich auch nochmal bei euch bedanken, vor allem... Erstens unglaublich, wie viele Leute sich meine Videos angeschaut haben und wie viele Abonnenten ich jetzt schon habe. Hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich wirklich... hätte vielleicht gedacht, dass ich in einem Monat auf ein Video so 10 Aufrufe bekomme und ein oder zwei Abonnenten. Aber jetzt schon... ist wirklich fantastisch. Es macht mir auch richtig Spaß. Ich werde so weitermachen. Und auch... vielen Dank für die vielen Anfragen in der Hunter. Da habe ich wirklich sehr, sehr viele von euch bekommen. Hier ist anscheinend noch ein Schwarzwedelhirsch lang gelaufen. Und ja, ich freue mich schon riesig drauf, mit euch zusammen den Multiplayer zu spielen. Das werde ich dann auch machen. Werde dann auch Videos draus machen. Müssen wir einfach nur, wenn eben der Multiplayer rausgekommen ist, was hoffe ich nicht so lange dauert, vielleicht noch 2 oder 3 Monate. Dass ja, ihr schreibt mir einfach und ich werde das dann ja irgendwie per Auslosung oder sowas machen. Hier schon wieder ein Weibchen. Von denen gibt es ja auch genügend. Die scheinen alle da nach hinten zu traben. Na gut. Also ich will euch jetzt hier nicht mit dem ewigen Rumgelauf langweilen, deshalb sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Die scheinen jetzt genau auf mich zulaufen zu wollen.
Schießen will ich sie aber nicht. Dann lasse ich sie lieber davon kommen. Vor allem hier in der Nähe war noch irgendwo eine Menge Truthähne und Schwarzwedelhirsche. Truthähne habe ich eigentlich versucht herzurufen. Aber die ist mir da irgendwie in die Quere gekommen. Die ist schon in nervösen Zustand. Das heißt, ich schätze mal, die wird nicht sehr lange dastehen und mich nicht bemerken. Irgendwann sieht sie oder riecht sie mich. Da ist jetzt schon die Spur von dem Truthahn. Das war übrigens ein männlicher Truthahn. Jetzt habe ich auch endlich mal meine Spurensuche hier auf Level 4 verbessert. Fände ich auch cool, wenn die anderen Tiere auch reagieren würden, sozusagen. Zum Beispiel, wieso sollte sie jetzt von ihr wegschauen? Wenn ich gerade mit dem Truthahn-Caller rufe. Okay, sie scheint einfach über mir wegzulaufen. Ganz gut so. So, ich hoffe mal, die Truthähne haben noch Lust, hierher zu kommen. Hier muss ich wahrscheinlich dann die Schüsse so auf ungefähr 40 Meter nehmen, weil die Fläche relativ offen ist. Und die einen wirklich sehr, sehr schnell entdecken. Das muss ich schon ziemlich oft schmerzlich feststellen, dass sogar noch 20 Meter bis hierher. Da ist einfach ein weiblicher Truthahn, der gar nicht weit, gar nicht nah an mir dran war. Einfach vielleicht die ganze Gruppe verscheucht hat. Eigentlich bräuchte man für Truthähne ein Tarnzelt. Aber das habe ich jetzt mal nicht mitgenommen. Weil für die anderen Tierarten der Tripod doch besser ist, wie ich finde. Für Kojoten ist das Tarnzelt eigentlich auch noch besser. Aber sonst ist der Tripod... Tripod ist eigentlich mein Lieblings... ja... Stand. Vor allem, weil es mich an den Hochsitz erinnert. Und weil es hier eh auf den Karten ziemlich wenig Hochsitze gibt. Und eh mehr ewig laufen muss. Benutze ich den eigentlich ziemlich gern. Ja gut, ich hoffe einfach mal, dass die Truthähne noch kommen. Ja, dann bis später. So, die Truthähne scheinen aber anscheinend von mir wegzuziehen. Sehr wahrscheinlich, weil ich hier da eine zu lange Pause gemacht habe, als der Bapiti bei mir war. Der scheint schon wieder zu kommen. Oder ist es irgendein anderes Tier? Kommt aber wieder aus derselben Richtung. Ja, wieder der Wapiti. Das war klar, aber das macht hoffentlich nichts. Zumindest nichts bei dem Schwarzwedelhirsch, den wir gerade gehört haben. Das war nämlich schon wieder ein Männchen. Und wenn die Truthähne eh keine Lust haben herzukommen, dann nehme ich doch einfach den. Den haben wir davor schon mal gehört, aber da haben wir dann eben einen anderen genommen. Dann hoffe ich einfach mal, dass wir ihn jetzt bekommen. Wir haben bis jetzt noch keine andere Tierart geschossen, außer Schwarzwedelhirsche. Das kommt bei mir eigentlich auch ziemlich selten vor. Ah, fuck. Eigentlich wollte ich auf Kojoten jagen. Aber wenn sich das hier mit den Schwarzwedelhirschen so extrem anbietet, wieso sollte ich das dann nicht ausnutzen? Der guckt wieder ganz gut aus. So ähnlich wie der erste, den wir geschossen haben, oder der zweite. Bei den Schwarzwedelhirschen kann ich das immer schlecht einschätzen, wie stark die sind. Vor allem, weil ich glaube, dass sie schon relativ früh
ihre Stangen verzweigt haben, aber dass dann eben die Stangen noch relativ dünn sind. Also da bin ich mir nie wirklich sicher. Schauen. Hier sind ungefähr 20 Meter, hier kann ich ihn dann nehmen. So, eigentlich kann ich schon aufstehen. Klasse 2. Was ist denn, wer stärker ist? Der hier. Auf jeden Fall. Ah, scheiße, er hat mich gesehen. Nehme den und versuche auf den zweiten noch einen Gewehrschuss zu setzen. Nein, mache ich nicht. Ich war mir nicht sicher, also habe ich einfach mal den, der mir näher war, genommen. Hat so ausgeschaut, als hätten sie mich beide schon gesehen. Das erkennt man relativ deutlich, wie sie den Kopf heben. Aber ist auch egal. Wieder ein Schuss in die Eingeweide, also keine wirklich guten Treffer heute. Leber ist okay, aber auch nicht gut. Er ist auf jeden Fall bis dahinter gelaufen. Dann hat es so ausgeschaut, dass wir schon zu Boden gehen, aber dann hat er sich nochmal aufgerappelt. Ich hoffe einfach mal, dass er so schnell wie möglich verendet. So Schwarzwedelhirsche gibt es heute wirklich massig. Das Gute vor allem auch an den Bogen ist, dass die... Ich glaube, da hinten liegt er schon. Ja, und er lebt noch. Also kein guter Schuss. Entschuldigung, dass die Schwarzwedelhirsche oder beziehungsweise alle Tiere nicht so weit fliehen, wie wenn man den Gewehrschuss machen würde. Die sammeln sich viel, viel schneller wieder und gehen auch viel schneller wieder aus dem nervösen Zustand weg. So, jetzt muss er tot sein. So, die Spuren habe ich vorhin schon gefunden. Die hier. Aber dann wurde ich eben von diesem Truthahn abgelenkt. Jetzt könnte ich noch gucken, wo der andere so hingelaufen ist. Und dem ein bisschen nachlaufen. Eigentlich hätte ich es auch so machen können, dass ich den anderen mit dem Bogen genommen hätte. Und dann den hier, den hätte ich wahrscheinlich noch eher mit dem Gewehr getroffen, weil er noch näher an mir dran war. Aber ich dachte eigentlich, dass die mich schon gesehen haben, weil sie beide so den Kopf direkt in meine Richtung gestreckt haben. Das ist eigentlich ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass sie einen schon erkannt haben. Ja, der guckt ganz ordentlich aus. Ich glaube, ein bisschen schwächer als unser erster. Ich glaube sogar der andere, den wir noch gesehen haben, war ganz kleines bisschen stärker. Da bin ich mir aber auch nicht sicher. Wie gesagt, das kann ich bei den Schwarzwedelhirschen immer ziemlich schlecht einschätzen. Wir gucken uns mal an, wo der Treffer war. Wahrscheinlich... Na, keine Ahnung. Wahrscheinlich in die Leber. Aber der guckt wirklich gut aus. Sehr, sehr schönes Geweih. Sehr schönes Tier. Ein Score von 162,130. Beziehungsweise 0,130. Wieder ein Treffer in die Leber aus 23,7 Metern. Und der war besser als unser erster. Glaube ich zumindest. Ich glaube, der hatte irgendwas von 153. So, noch ein schönes Foto. Wie gesagt, der Einschuss wieder da vorne drauf. Da schieße ich immer mit dem Bogen hin, wenn die Tiere frontal zu mir stehen. Weil eigentlich glaube ich zumindest, dass ich die Lunge erwische. Komischerweise erwische ich eigentlich nie die Lunge, sondern immer die Leber. Aber na gut. Ich werde jetzt mal noch ein bisschen dem anderen Schwarzwedelhirsch nachlaufen und zu gucken, was sich ergibt.
Also gut, ich bin jetzt noch ein bisschen verwirrt im Kreis rumgelaufen, habe nach Spuren gesucht, es ist einfach nichts mehr passiert. Ich werde jetzt wohl die Aufnahme beenden. Dann vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen, auch für eure Unterstützung. Ist wirklich fantastisch, wie ihr mir helft und das macht mir wirklich so richtig Spaß. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, auf Wiedersehen und Weidmannsheil.